Das Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum ermöglicht es den Südtiroler Gemeinden, Zugang zur Finanzierung für Breitbandinfrastrukturen zu erhalten. Die Landesregierung hat nun festgelegt, dass die Beihilfeansuchen ab März für einen Zeitraum von 3 Monaten eingereicht werden können. Die vorgesehenen Vorhaben werden mit einem Gesamtbeihilfesatz von 100% finanziert. Das Europäische Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum ELO sieht vor, dass eben auch die Breitbanderschließung gefördert werden kann. Hier wird es also eine Ausschreibung geben, gerichtet an die Gemeinden, wobei es dann nach den Kriterien die besonders strukturschwachen Gemeinden sein werden, die hier zum Zuge kommen. Es wird hier dann eine 100% Finanzierung der Breitbanderschließungsprojekte geben, mit einem Betrag von jeweils bis zu 1 Million. Für solche Projekte gibt es dann eine 100%ige Finanzierung in strukturschwachen Gemeinden. Das ist ein Finanzierungsteil, der das Gesamte ergänzt. Auf Südtirols Straßen gibt es 206 Tunnels, die eine Gesamtlänge von 61 Kilometern erreichen. Dies ist nur ein Aspekt, der den Aufgabenbereich des Südtiroler Straßendienstes betrifft. Für die außerordentliche Instandhaltung von 2826 Straßenkilometer, 1662 Brücken und eben über 200 Tunnels auf den Staats- und Landesstraßen in Südtirol stehen dem Straßendienst des Landes heuer rund 19 Millionen Euro zur Verfügung. Die Landesregierung hat nun das Programm für die außerordentliche Wartung und Verbesserung der Straßen genehmigt. Interessant ist auch zu wissen, dass zum Beispiel für die Schneeräumung, wo wir bei einem normalen Jahr 18.000 Tonnen Salz benötigen, gibt man ca. 1,8 Millionen Euro aus mit einem sehr interessanten Ausschreibemodus, wodurch man eben die Firmen sich verpflichten, den Salzbedarf zu liefern, aber nur, wenn es gebraucht wird. Das heißt theoretisch, dass wenn es nicht gebraucht wird, dann eigentlich geht es auf das nächste Jahr über. Den Bau des Brennerbasistunnels begleitet ein Programm von Umweltausgleichsmaßnahmen. Unter anderem soll die Brenner Staatsstraße SS12 bei Mauls verbessert und angepasst werden. Die Landesregierung hat den diesbezüglichen Vereinbarungsentwurf zwischen Land und BBT SE genehmigt. Es handelt sich dabei um das Teilstück der Staatsstraße, das mit einer Investition von 1,8 Millionen Euro für alle Verkehrsteilnehmer sicherer gestaltet werden soll.